Liebe Golffreunde, Ihr Golfbro George hier. Wir haben heute mit uns Giselda Ellensay. Mit Giselda haben wir vor 2 Jahren der Chicken Wings ein paar Tipps für Chicken Wings gezeigt. Also Giselda, du hast große Fortschritte seitdem gemacht. Was ist dein Handicap heute? Ich habe mittlerweile Handicap 33. Wir haben damals mit 54 angefangen. Ich bin damit zufrieden. Okay, also große Fortschritte. Wie oft spielst du in der Woche? Ja, so maximal 1 bis 2 Mal die Woche. 1 bis 2 Mal die Woche. Also ich sage immer, dass du talentiert bist, du hast ein tolles Potenzial. Ich sage dir 3, 4 Mal die Woche. Wie schwierig ist es mit deinem Beruf, 3, 4 Mal zu spielen? Ich arbeite Vollzeit. Vollzeit, ja. Bin meistens bis 17.30 Uhr im Büro. Mhm. Es ist schwer für mich, die Zeit zu finden, um zu sagen, okay, ich spiele jetzt 3 Mal die Woche Golf. Ja. Wie schwierig wäre es, eine Stunde zu finden nach der Arbeit? Also jetzt ist Ende Juni und man kann bis zum 9, 9.30 Uhr locker Bälle schlagen. Also du bist fertig, 17 Uhr hast du gesagt, was machst du, 3, 4 Stunden zu Hause? Also wenn man will, findet Zeit. Ja, wo ein Wille, ein Weg, gut, sagt man. Gut, also ich erwarte, dass du mehr übst in der nächsten Zeit. So, wir haben ein kleines Thema für euch vorbereitet. Das ist auch ein bisschen für Chicken Wings. Also wir arbeiten immer gegen diese Fälle. Vergessen wir nicht, Fälle gehen nicht schnell weg. Man muss immer wieder gegen diese Fälle kämpfen und kleine Übungen wiederholen, oder? Definitiv. Definitiv. Also wir haben so eine Elastikband, okay, das wir benutzen die letzte Zeit. Also zeig uns, was machen wir mit dieser Elastikband? Wir ziehen den Elastikband von hier. Der linke Arm bleibt gerade, der rechte Arm ist dabei gebeugt. Die Hüfte geht mit für natürlich mehr Kraft. Also du hast mehr Kraft, wenn die Hüfte mitgehen, ja? Ja. So, wir sehen, der linke Arm ist lang, der rechte ist leicht gebeugt. Denn du hast auch mehr Kraft, wenn der rechte ist gebeugt. Und wir bemerken, wie tief ist der rechte Schulter. Also da, du bist in der Lage, mit mehr Kraft durchzuschwingen, ja? So, die Idee ist dann, wir haben die Arme gestreckt nach dem Treffen mit dem Ball. Ja. So, wir gehen ein paar Bälle schlagen. Machen wir. So, mach einen Rückschwung. Gut, fängt langsam der Durchschwung. Gut, so hier kommt jetzt der Elastikband. Ja, und was machst du hier? Der linke Arm ist gestreckt. Ist gestreckt, ja. Der rechte Arm ist leicht gebeugt. Ab hier ziehen wir, ja. Die Hüfte geht mit. Gut, bis wann ziehen wir? Bis zum Treffmoment. Bis fast Treffmoment. Das heißt, die Hände, die kommen da, wo der Ball liegt. Ja? Dann fängst du die rechte Seite zu strecken und beide Arme, die sind lang, wo? Genau da. Ja? So, die Arme, die Ellenbogen, die sind dichter zusammen, ein Stück später nach dem Treffen mit dem Ball. Genau. Sehr gut. Mach das nochmal. So, mach den Rückschwung. Ja, komm nur bis Treffmoment. Ja, ziehen, genau, dann kommt der Schläger runter, genau. Und da, wir sehen dann hier, siehst du, die Arme, die Ellenbogen, die sind mehr zusammen. Also das ist der einzige Punkt, wo die Ellenbogen, die sind so nah. Gut, einmal muss man auch schlagen. Also du hast die Ehre. Ich versuch's. Tolle Endposition, wie immer, die Giselda. Sehr gut, Giselda. Schön, das war's, meine Damen und Herren. Giselda, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, und vergiss nicht, Übung macht den Meister. Mindestens 3 Mal die Woche. 3 Mal die Woche und es gibt keinen Meister von Himmel gefallen. Okay. Viel Spaß beim Anschauen. Tschüss.